Namaste, Yoga Steps ist heute hier für euch mit einer Sequenz für die Energie. Unser Energiezentrum im Oberbauchbereich liegt unser drittes Chakra, Solarplexus Chakra. Das Chakra, das unsere Energie bringt, das uns mit Energie versorgt, die Power, die wir brauchen, der Antrieb, den wir brauchen in unserem Leben, um vorwärts zu gehen, um all den Hindernissen, die wir immer wieder auf dem Weg begegnen, ja, über sie drüber steigen zu können, um sie drum herum zu gehen oder uns drunter durchzubuddeln. Dieses dritte Chakra kannst du mit Yoga-Übungen aufladen, mit Atemübungen aufladen oder auch mit der Farbe Gelb. Die Farbe Gelb ist assoziiert mit dem dritten Chakra. Wie du siehst, habe ich eine gelbe Yogamatte hinter mir liegen. Du kannst auch vielleicht ein gelbes T-Shirt, wenn du eins hast, oder eine gelbe Hose, ein gelbes Armband, was immer du hast und du fühlst, dass du das öfter und dich energielos fühlst, bring ein bisschen mehr Gelb in dein Leben hinein. Mach dir einen gelben Smoothie, iss mehr gelbes Gemüse und mehr gelbes Obst. Und nutz die Sonne. Geh, wenn die Sonne am ungefährlichsten ist, am Morgen oder am Abend hinaus. Breite deine Arme offen. Öffne den Bereich zwischen Rippen und deinem Bauchnabel. Und dehne das auf und geh in eine tiefe Einatmung, um diesen Bereich hier wieder aufzuladen. Wir starten heute mit einem Mudra, um das Energiezentrum wieder aufzuladen. Dieses Mudra nennt sich Shiva Linga Mudra. Dafür nimmst du die linke Hand, Handinnenflächen zeigt hoch zur Decke und du bringst die linke Außenkante vor deinen Bauchnabel, etwas entfernt von deinem Körper. Dann nimmst du die rechte Hand in dieses Okay-Sein und bringst die rechte Hand, die Fingerballen mit einer Faust, der Daumen zeigt nach oben, in die linke Handinnenfläche hinein. Du hältst das Ganze vor deinen Oberbauch und schließt deine Augen. Atme tief in deinen Bauch hinein, atme tief durch deine Nase. Ein und aus. Wir nehmen jetzt ein paar Atemzüge zusammen, wo wir durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen, um vielleicht Energie, die wir zu viel im Körper haben, zu viel vielleicht auch in Bereichen haben, wo wir die Energie gerade nicht benötigen, indem wir durch den Mund ausatmen. So, atme ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Mach dies ein paar Mal für dich selbst und beobachte, wie du mit der Ausatmung durch den Mund deine Atmung, deine Ausatmung etwas verlängerst. Ganz automatisch. Einatmen und aus. Machen das noch ein letztes Mal gemeinsam. Ein und aus. Dann bring die Fingerspitzen zur Seite. Habe vergessen zu erwähnen, ich benötige für diese Sequenz immer zwei Blöcke, weil ich habe eine alte Hüftverletzung. So, für manche Übungen muss ich in meinem Körper nicht zu tief hineinzubringen, Blöcke benutzen. Mag sein, dass du die Blöcke nicht brauchst. Wenn du keine Blöcke hast, kannst du auch gerne zwei Bücher benutzen. Etwas, was stabil ist, wo du deinen Boden etwas erhöhen kannst. Wie gesagt, es mag sein, dass du die Blöcke brauchst, mag sein, dass nicht. Falls du hast Blöcke oder Bücher, leg es dir einfach zur Seite, dass du es im Falle dessen, dass du es brauchst, griffbereit hast. Und dann lass uns beginnen mit den Fingerspitzen rechts und links auf dem Boden. Wir atmen ein, bringen den linken Arm nach oben und wir atmen zur Seite aus. Einatmen und aus. Ein und aus. Und ein. Und aus. Nächstes Mal, wenn du dich nach rechts beugst, die linke Seite ist offen, bleib hier, atme ein und ausatmen, zieh den Ellbogen ganz schnell Richtung Hüfte. Einatmen und aus, durch den Mund ein, aus, ein. Nächstes Mal, wenn du einatmest, halte, atme aus, entspannt. Einatmen, kommt zurück zur Mitte, ausatmen zur anderen Seite. Halte das, atme ein durch den Mund aus. Mach das Ganze etwas schneller ein. Atme ein, halte es, atme entspannt aus. Komm, einatmen, zurück zur Mitte, beide Arme nach oben, Handinnenflächen verhaken sich, Handinnenflächen zeigen hoch zur Decke, mach dich ganz lang von deinen Sitzknochen hin zu deinen Händen.
Dann bringen wir die Hände zur Seite in der Kerzenhalterposition hinein, Handinnenflächen schauen zu mir nach vorne, Finger sind entspannt, aber gestreckt. Wir kommen in etwas schnellere Twist-Position hinein. Wir beginnen mit der Einatmung zur linken Seite und ausatmen nach rechts. Und nach einer Weile wechseln wir, aber ich erinnere mich daran, wann du wechseln musst. So, wir machen das Ganze auch ein bisschen schneller. Das heißt, du atmest ein nach links, aus nach rechts. Ein durch die Nase nach links, aus dem Mund nach rechts. Geht. Noch ein bisschen länger. Letzten fünf. Letzten zwei. Jetzt, wenn du zurückkommst zur Mitte, komm zur Mitte, streck die Arme nach oben, verhak die Hände, Hand in Flächen hoch zur Decke, setz Knochen ganz schwer in den Boden hinein. Atme aus. Bring die Arme wieder in die Kerzenhalterposition hinein. Gleiche Übung, diesmal atmen wir aus durch die Nase nach rechts, ein durch die Nase nach rechts und aus durch den Mund nach links. Komm mit mir zur Mitte und beginne ein nach rechts, aus nach links. Ein nach rechts, aus nach links. Ein Nase rechts, aus Mund links. Letzten fünf. Letzten zwei. Komm zurück zur Mitte, Arme nach oben, verhack die Hände ineinander. Und wenn es dir schwindelig wird bei der Übung, weil du mehr Oxygen in deinen Körper hineinbekommst, dann mach es ein bisschen kürzer oder ein bisschen langsamer. Dann verspürst du diesen Zufluss von Energie, von Oxygen in deinem Körper. Bring die Arme nach unten. Und komm so auf die Hände und Knie, auf alle Viere. Spreize deine Finger weit. Hab etwas Platz zwischen deinen Knien. Und lass uns erstmal die Beine ausstrecken. Ist immer ganz nett, die Kniekehle, die Knie zu öffnen, nachdem wir eine Weile in dem kreuzbeinigen Sitz waren. Und dann wechsle. Und bring das andere Bein nach hinten. Spüre die Knie sich öffnen. Und dann kommen wir in den Vierfüßler hinein. Stell deine Zehen auf und von hier kommen wir in den ersten nach unten schauenden Hund hinein. Im Hund lauf deine Füße aus etwas. Bring die eine Ferse und die andere Ferse weiter Richtung Boden. Atme tief ein und aus. Und dann kommen wir in eine kleine schwingende Bewegung hinein. Hab eine Mikrobeugung, deine Knie und schwing deine Fersen vom Boden weg und zum Boden hin. Dann bauen sie eine Bewegung. Der ganze Körper vibriert, die Arme bleiben stabil, die Schultern bleiben stabil, sodass du hier eine stabile Basis hast. Spreiz deine Hände weit, drück die Hände in den Boden. Atme entspannt einen aus durch die Nase. Etwas länger. Aktiviere die Beine. Spüre, wie die Energie in die Beine hineinkommt. Nach den letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und dann lauf nochmal die Füße aus. Und dann kommen wir ganz langsam nochmal auf die Knie. Und wir beginnen mit dem rechten Bein nach vorne. Mit das rechte Bein nach vorne. Und ich greife mir hier meine Blöcke. Wie gesagt, wenn deine Arme, das Verhältnis Beine, Arme stimmt, du bringst deine Hände entspannt auf den Boden in der Übung gleich, musst du hier keine Blöcke benutzen. Also wir kommen nach oben in diese hohe Position hinein. Vielleicht sind die Hände auf dem Boden, vielleicht auf den Blöcken. Ich finde, es fühlt sich etwas entspannter in der Hüfte an, mehr Raum in der Hüfte zum Bewegen. Meine Füße sind wie auf den Gleisen von der Bahn. So, die rechte Fuß auf der rechten Gleise, linke Fuß auf der linken Gleise, sodass ich etwas Platz habe in meinen Hüften und mache hier die Hüfte entsprechend zu bewegen. Dann beginnst du mit dem rechten Bein zu strecken, die Zehen schauen hoch zur Decke und dann beugt das linke Knie. Das rechte Bein streckt, Füße Zehen ziehen Richtung Knie und du beugst das Knie. Geh ein paar Mal in die hohen Ausfallschritt, da habe ich das Wort in Deutsch gesucht, und in der Variante von der Pyramide. Und immer wenn du dich nach unten senkst, senk dich
von deinem Beckenboden nach unten. Als ob der Beckenboden sich Richtung Boden senken wollte. Und dann bleiben wir das nächste Mal im hohen Ausfallschritt. Und auch diese bouncende Bewegung wieder, diesmal von deinem Beckenboden. Zieh dein Schambein oder mehr oder weniger dein Beckenboden Richtung Boden und wieder vom Boden weg. Ein paar kleine schwingende Bewegungen hier. Dann halte inne, bring den hinteren Fuß etwas näher, dreh den Fuß etwas nach außen, wir kommen in die Krieger, zwei Positionen hinein. Komm mal mit dem linken Fuß nicht so nah hinter deinen rechten Fuß, denk daran, die zwei Gleise von der Bahn, drück die Füße in den Boden und komm von deinen Füßen nach oben. Leg die Hände an deine Rippen und die Rippen drehen sich zum kurzen Mattenende hin. Tiefer aus und spür, wie der Bereich sich öffnet. Nimm die linke Hand vor deinen Bauchnabel, die rechte Hand in deine linke Hand, Shiva Linga Mudra. Die rechte Hand im OK-Zeichen ruht in deiner linken Hand in die Fläche. Drück dich von den Füßen, schieb dein Schambein nach vorne, richte dich auf, lenk die Wirbelsäule. Tief ein- und ausatmen. Mal tiefe Ein- und Ausatmung. Dann lehne ich ein wenig über das rechte Bein, nimm den rechten linken Fuß ein bisschen weiter nach hinten und öffne dich in den Krieger 2 hinein. Achte darauf, dass deine Gewölbe angehoben sind, das rechte Knie Richtung kleiner Fußzehe zieht, Schultern weg von den Ohren, die Finger reichen miteinander weg und es sind wieder deine Rippen, die sich Richtung langem Mattenende drehen. Atme tief ein und aus. Von hier gehen die Arme nach unten, du drehst dich zum kurzen Mattenende nach rechts, der Fuß hinten dreht ein, das Knie beugt sich, die Arme gehen nach oben und du lehnst dich nach vorne, machst einen Schritt nach vorne, linker Fuß zum rechten Fuß, sinkst tief in dein Utkatasana. Wag die Hände hinter deinem Rücken, Schulterblätter ziehen zusammen, Bauch ist dampf nach innen gezogen und du kommst auch wieder in diese bouncende Bewegung hinein. Tief an den Ausatmen. Ganz sanftes Bouncen von den Fersen. Zehen bleiben auf dem Boden. Und dann bringen die Arme nochmal nach oben in Utkatasana. Etwas weiter auseinander, Raum für die Schultern. Sitzknochen sinken etwas tiefer. Dein Steißbein geht nach hinten raus. Tiefer in den Ausatmen. Und dann senkt dein Oberkörper Richtung Oberschenkel. Komm in eine Vorbeuge hinein. Und komm nochmal nach hinten in den nach unten schauenden Hund. Wechsel kurz die Seite, du bleibst in nach unten schauenden Hund, läufst deine Füße wieder etwas aus, tief an den Ausatmen, spreiz deine Finger weit, Krone des Kopfes zeigt Richtung Fingern, fangen wir da an mit dieser schwingenden Bewegung nach unten schauenden Hund, Hände bleiben stabil, Arme, Schultern bleiben stabil, sanftes Schwingen, tief an den Ausatmen. Und dann halte inne mit dem Schwingen und lauf nochmal. Spür die Energie in deinen Beinen. Spür die Energie in deinem ganzen Körper. Dann komm in den Knien nochmal nach unten auf den Boden. Diesmal nehmen wir das linke Bein nach vorne. Blöcke oder die Hände auf den Boden. Stell die hinteren Zehen auf. Positionier deine Füße wieder so, dass sie, wie sie auf den Gleisen sind von dem Zug. Und du beginnst das vordere Bein zu strecken, hebst den vorderen Fuß an, sinkst den vorderen Fuß ab. Das Knie beugt sich. Du hebst, streckst das vordere Bein, die Ferse bleibt auf dem Boden, die Zehen ziehen Richtung Knie, Fuß senkt sich ab, dein Becken senkt sich. Ein paar Mal einatmen, dehnen, ausatmen, loslassen. Einatmen, das vordere Bein streckt sich, ausatmen, beugt. Strecken und beugen. Noch zweimal strecken und den tiefen, einen hohen Ausfallschritt. Nochmal strecken. Und dann beugst du das Bein, aber bleibst hier und dann kommt diese schwingende Bewegung wieder von deinem Becken. Ganz sanft, schwing dein Becken auf und ab, tief an den Ausatmen. Halte inne, nimm den hinteren Fuß etwas näher ran, dreh die Zehen etwas nach außen, halte das vordere Knie in einer Linie mit deinem Fußknöchel, drück die Füße, richte dich langsam auf. Dein Körper zeigt vielleicht etwas nach rechts, nimm die Hände an deine Rippen
und spring die Rippen nach vorne zum kurzen Mattenende hin. Drück die Füße fest in den Boden. Linke Hand vor deinem Bauchnabel, Handinnenfläche zeigt nach oben. Rechte Hand in deiner linken Hand. Tief ein- und ausatmen. Spür die Stärke in deinen Beinen. Zieh dein Schambein nach vorne. Läng die Wirbelsäule. Tief ein- und ausatmen. Noch ein Atemzug hier. Dann lehnst du dich etwas nach vorne. Der rechte Fuß macht einen kleinen Schritt nach hinten. Und wie so ein Rad bringst du deine Arme in den Krieger 2 hinein. Meine hinteren Zehen bleiben etwas eingedreht. Fußgewölbe heben sich an. Finger ziehen voneinander weg. Schultern entspannt. Und jetzt sind wir die Rippen, die sich zum langen Nackenende hin ausrichten. Tief ein- und ausatmen. Rechtes Bein ist gestreckt. Linkes Bein ist gebeugt. Mein linkes Knie zeigt Richtung linken kleinen Fußzehe. Noch eine Ein- und Ausatmung. Dann bringst du die Arme über unten nach vorne, drehst dich zum kurzen Mattenende nach links, hebst den hinteren Fuß an, beugst das hintere Bein und kommst wieder nach vorne in Utkatasana. Bring die Arme nach hinten, verhack die Hände ineinander und beginn wieder mit dieser bouncenden Bewegung. Lehn so weit du kannst dich Richtung Fersen, ohne dein Gleichgewicht zu verlieren. Zieh die Schulterblätter zusammen. Tief ein- und ausatmen. Spür die Kraft in deinen Beinen. Spür, wie die Kraft der Beine sich in dein Energiezentrum überträgt, oberhalb deines Bauchnabels. Halte inne. Bring die Arme nach vorne. Schultern weg von den Ohren. Hände gerne ein bisschen weiter auseinander. Schaff Raum für deine Schultern. Tief ein- und ausatmen, Bauchnabel Richtung Oberschenkel. Komm in die Vorbeuge hinein. Mach einen Schritt nach hinten, nochmal in deinen nach unten schauenden Hund. Lauf deine Füße. Bring die Knie nach unten, schwing die Beine nach rechts und komm in eine sitzende Position hinein. Streck die Beine erstmal aus, find deine Sitzknochen, gerne so ein bisschen nach rechts und links schaukeln. Dann bring die Hände hinter dich auf die Matte, Fingerspitzen können gerne gut zur Seite rausschauen. Schau, was sich angenehm anfühlt in deinen Schultern. Brust hebt sich an, Beine beugen sich, tief an- und ausatmen. Und die Beine gehen ein bisschen nach rechts und links. Twiste die Beine hier ein bisschen, sinke aber nicht in deinen Oberkörper hinein. Halte dein Brustbein Richtung Decke gestreckt. Tief ein- ausatmen. Dann komm zur Mitte. Halte die Aktivität in deinem oberen Körper. Schulterblätter zusammen. Kinn ist parallel zu deinem, also Kinn ist etwas nach unten geneigt. Und du streckst dein rechtes Bein aus und du senkst es wieder ab. Streckst dein linkes Bein aus und senkst es wieder auf. Halte den Körper so weit wie möglich unbewegt. Zieh die Schulterblätter zusammen, Bauchdecke nach innen. Tief ein- und ausatmen. Die letzten, einmal auf jede Seite. Und dann richte dich auf. Halte die Aufrichtung deinem Körper. Bring die Hände einfach nur in deine Oberschenkelrückseite. Komm auf deine Zehenspitzen, heb die Fersen an. Lehn dich so ein bisschen mehr nach hinten. Halte aber, sink nicht in deinen Oberkörper hinein. Halte diese Aufrichtung, Brustbein zieht Richtung Decke. Schau, ob du das rechte Bein anheben kannst und schau, ob du das linke Bein anheben kannst. Stell dir vor, du hast einen Block zwischen deinen Beinen. Schau, ob du die Füße flexen möchtest. Ich persönlich habe gerne, ich ziehe den Ballen meiner Zehen von mir weg. Ganz aktive Beine hier. Zieh die Muskeln deiner Beine zu den Knochen hin, Brustbein Richtung Decke. Schau, ob du die Arme loslassen kannst, aber runde nicht. Bleibe hier aufgerichtet und schau, ob du vielleicht sogar die Beine strecken kannst. Halte deinen Bauch nach innen, Brust aufgerichtet, tief ein- und ausatmen. Und dann halte die Hände wieder an deine Oberschenkel, bring die Beine wieder nach unten auf den Boden und komm wieder in diese drehende, sitzende Variante eines Twists. Tief ein- und ausatmen. Und von hier drehen wir auf die Seite und kommen in die Bauchlage hinein. Füße sind hüftbreit, vielleicht sogar etwas mehr geöffnet. Schau, was sich in deinem unteren Rücken gut anfühlt. Bring die Hände oder deine Schultern, Stirn auf den Boden. Deine Füße drücken in den Boden, dein Schambein sinkt ganz schwer in den Boden. Und du kommst in eine kleine Cobra, ohne das Gewicht deiner Hände zu benutzen. Ausatmen nach unten. Einatmen, Füße drücken, Schambein wird schwer. Komm hoch, ausatmen nach unten. Drück die Füße in den Boden, Schambein schwer. Komm in die kleine Cobra. Ausatmen nach unten.
Ein letztes Mal drückt die Füße, Schambein wird schwer. Komm in die kleine Kobra ohne die Hände und ganz langsam bring deine Arme nach vorne. Komm auf die Unterarme in die Swings-Position hinein. Wenn sich dein unteren Rücken gut anfühlt, entspann deine Beine. Wenn du das Gefühl hast, dass es in deinem unteren Rücken zwickt, öffne die Beine etwas mehr. Oder ganz sanft drück den Fuß in den Boden, ganz sanft spann deine Gesäßmuskulatur an. Auch hier dein Herz zieht nach vorne, Schulterblätter ziehen nach hinten. Und wir wandern zuerst nach links in eine gedrehte Swings-Position hinein. Wenn du in der Drehung angekommen bist, stell deine rechten Zehen auf und schieb deine rechte Ferse von dir weg. Kreier ein bisschen mehr Länge von der rechten Schulter hin zu der rechten Ferse. Tief ein- und ausatmen. Komm zurück in die Swings. Entspann dich wieder. Und dann wandern wir das Ganze nach links. Soweit es angenehm ist, wenn du links angekommen bist, in der für dich angenehmen Drehung, stell deine linken Zehen auf, schieb die linke Ferse von dir weg. Etwas mehr Länge von der linken Schulter bis zur linken Ferse. Aber halte dein Brustbein nach vorne gezogen. Schulterblätter ziehen nach hinten. Tiefer in den Ausatmen. Komm wieder zurück zur Mitte. Bring die Hände etwas nach außen. Ellbogen bleiben, nur die Hände bewegen sich etwas nach außen. Du kannst entweder in der Swings bleiben, wenn du möchtest, dann halte deine Unterarme parallel. Oder wenn du willst, drücke den Boden, richte dich auf in den Sihl. Tief ein- und ausatmen. Brustbein schiebt nach vorne, Arme sind ganz stark, zieh die Muskeln deiner Arme zu den Knochen hin, drück die Hände in den Boden. Einatmen, ausatmen nach unten. Und komm schon gleich in die Rückenlage hinein. Arme ausgestreckt zur Seite. Füße aufgestellt, hüftbreit und kommen die Scheibenwischer-Drehung hinein. Einatmen zur Mitte, ausatmen zur Seite. Ein zur Mitte, aus zur Seite. Dann komm zurück zur Mitte, lauf deine Füße zusammen, bring die Innenseite deiner Beine zusammen, rück die Füße in den Boden, deine Hüfte hebt sich. Bewegt dich etwas nach links, senkt sich wieder ab und deine Beine kommen nach rechts in eine Drehung hinein. Du kannst, wenn du willst, die rechte Hand auf das äußere linke Bein legen. Du kannst die Arme aber auch gerne zur Seite ausgestreckt lassen. Wenn sich das viel für deine linke Schulter anfühlt, kannst du hier gerne etwas unter dein rechtes Bein legen, dass die linke Schulter sich entspannter Richtung Boden senken kann. Du kannst auch versuchen, hier ein paar freie Bewegungen mit dem linken Arm zu machen. Und dann nach einer Weile die Schulter, den Arm wieder auf den Boden ablegen. Und manchmal braucht der Körper nur klapperkleine, schwingende Bewegungen, um Verspannungen loszulassen, etwas tiefer in eine Position hineinzusinken. Komm zurück zur Mitte, Füße nochmal aufstellen, deine Wirbelsäule wieder ausrichten, drück die Füße in den Boden, heb deine Hüfte an, schieb die Hüften nach rechts. Und diesmal kommen wir in die Drehung nach links. Wie gesagt, wenn du willst, kannst du die linke Hand auf die Außenseite deines rechten Oberschenkels legen, aber auch gerne ausgestreckt lassen. Schau, ob du hier, wenn die rechte Schulter vom Boden weit weghängt, etwas unter deine Knie, aber das linke Knie legen möchtest, um deine rechte Schulter weiter Richtung Boden sinken zu lassen. Und ich versuche es vielleicht zuerst mit ein paar freien Bewegungen. Stell dir vor, du schwingst die Bewegungen oder du schwingst die Verspannungen aus deiner Schulter heraus, tief an den Ausatmen und dann lenk den Arm wieder zur Seite und schau, wie sich die Schulter jetzt anfühlt. Augen gerne geschlossen. Und dann komm zurück zur Mitte. Und bleib nochmal in der Rückenlage, dreh die Fußzehen etwas nach innen, lass die Knie zusammenfallen. Wir nehmen nochmal Shiva Linga Mudra, indem die linke Hand, deine linke Hand Außenkante auf deinem Bauchnabel ruhen, lass diesmal auf dem Körper und deine rechte Hand kommt in dieses Okay-Zeichen und du legst die rechte Hand so, dass sie auf deinem Oberbauch liegt. Entspannst deine Schultern, lass die Arme entspannt zur Seite hängen. Tief einen Ausatmen.
Wenn du willst, halte das Shivalinga Mudra noch länger. Gerne kannst du auch die Arme seitlich auf den Boden legen. Etwas Raum zwischen deinen Armen und deinem Körper, sodass der Atem fließen kann. Die Beine aufgestellt lassen oder auch gerne ausgleiten lassen und dich komplett flach auf den Boden legen. Bleib in der Entspannungsposition deiner Wahl, bis du meine Stimme wieder hörst. Wenn du das Mudra noch hältst, dann lasse das Mudra jetzt los, lasse es gehen. Beginne deine Finger zu bewegen, deine Zehen zu bewegen. Beuge deine Ellbogen, drehe deine Knöchel, Handgelenke in beide Richtungen. Streck die Arme hoch zur Decke oder mach dich ganz lange, schieb die Fersen von dir weg, schieb die Hand in den Flächen von dir weg. Dann stell die Füße wieder auf. Wenn du über die linke Seite aufrollst, ist deine rechte Seite für einen kurzen Moment hoch Richtung Decke gerichtet. Die rechte Seite des Körpers ist unsere aktive Seite, unsere Yang-Seite, die Seite des Tages. So, wenn es für dich okay ist, roll über die linke Seite und komm über die linke Seite hoch, ganz langsam in einen Sitz. Nimm nun einen Sitz deiner Wahl ein, Beine ausgestreckt, Beine gebeugt. Gerne, wie du siehst, ich sitze immer etwas erhöht, dass meine Hüften hilft, etwas sanfter nach vorne zu bewegen und meine Wirbelsäule aufgerichtet zu lassen. Spüre mal, wie du dich jetzt fühlst. Hat die Sequenz etwas verändert in deiner Energie? Fühlst du dich mehr energetisiert? Vielleicht kannst du die Energie in deinem Körper fühlen, die wir aufgeweckt haben in deinen Beinen. Und dann leg die Hände nochmal an deinen Oberbauch oder auf deinen Oberbauch, dein Energiezentrum. Und denke, vielleicht magst du dir nach der Praxis jetzt einen gelben Smoothie zubereiten. Oder einen Schritt rausgehen und in zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen und die Sonne deinen Körper wieder aufladen lassen. Wir sollten unsere Energie, unser Energiezentrum immer wieder aufladen, was immer es dir hilft, deine Energie aufzuladen. So dass wir dann zu unserer substanzielle Energie gehen müssen. Das ist dieser Moment, wenn wir uns so ausgelaugt fühlen, dass fast nichts mehr möglich ist. So, achte auf dich, lade dein Energiezentrum immer wieder auf. Ich danke dir fürs Praktizieren mit mir heute. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du das Video mochtest. Hinterlass mir einen Kommentar, wenn du Fragen hast. Schau in meine Beschreibung hinein, dort findest du auch die ganzen Kontakte zu meinen sozialen Medien, Social Medias, Instagram und Facebook, wo ich ja immer wieder verschiedene Informationen poste. Wenn du mir folgen willst, würde ich mich freuen. Und ja, abonniere meinen Kanal. Und du musst diese kleine Glocke neben dem Abonnierkanal auch aktivieren, sodass du jedes Mal eine E-Mail bekommst, wenn ich ein Video online stelle. Ein- bis zweimal die Woche lade ich ein Video hoch, meistens eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Bring die Hände vor deinem Herzen zusammen, bring die Stirn Richtung Fingerspitzen. Bedanke dich bei dir selbst für diese Zeit, die du genommen hast, um deine Energie wieder aufzuladen. Namaste.
Hab einen wundervollen Tag. Tschüss.